Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Merck Schweiz. Heute möchte ich euch eine coole App für die Familie vorstellen, welche sich Familienplaner nennt. Die App ist sehr, sehr simpel aufgebaut und hat eigentlich nur vier Funktionen, welche auch gleich in Kategorien aufgeteilt ist, und zwar Einkaufsliste, Essensplaner, Chat und Kundenkarten. Nun, wenn jetzt zum Beispiel ein Familienmitglied im Laden ist und das andere ist zu Hause und merkt, ja, oh scheiße, wir haben zu wenig Käse, dann schreiben wir das hier einfach hinein. Ja, uns fehlt Käse, also schreiben wir das einfach hier ein so. Dann fügen wir das Ganze einfach hinzu und dann sehen wir, ja, uns fehlt noch Schokolade und Käse. Und dann ist das andere Familienmitglied einfach gerade zum Beispiel im Laden und bekommt dann irgendwie so eine Push-Notification. Dann wird sie auch hier zu dieser App geleitet und sie sieht hier in die Einkaufsliste, Schokolade und Käse muss ich jetzt noch kaufen. Okay, und wenn sie das gekauft hat, muss sie das einfach abhäkeln, dann kann ich das innerhalb von Sekunden auch sehen auf meinem iPhone. Funktioniert also wirklich ganz, ganz simpel. Wir können jetzt von jedem iPhone, das in der Familie eingeladen ist, beziehungsweise drin ist, halt einfach Einkaufslisten erstellen. Und ja, so, kommen wir weiter zur nächsten Kategorie, nämlich den Essensplaner. Sagen wir mal, ich habe zum Frühstück Lust auf Nutella mit Brot. Dann füge ich das Ganze hier da einfach hinzu, also das heißt Brot und Nutella. Und dann wird das Ganze ausgewählt und ich sage jetzt, ja, ich möchte es gerne zum Frühstück haben. Dann kann ich das hier oben einfach auswählen und dann drücke ich auf Hinzufügen. Dann sieht meine Mutter das und sie sieht, ja, mein Sohn hätte gerne Brot mit Nutella und kann das gleich am Abend zuvor zubereiten, weiß doch auch nicht. Auf jeden Fall wirklich klasse, finde ich das. Sagen wir mal, ja, ich bin irgendwie gerade in einer heiklen Situation und weiß nicht, was ich kaufen soll. Zum Beispiel, keine Ahnung, 300 Gramm Nutella oder 1 Kilogramm Nutella. Dann schreibe ich das hier einfach in den Chat und kann hier da einfach mal was schreiben. Also irgendwas Beliebiges und sie sieht dann das hier auch. Also das wird gleich direkt synchronisiert. Also das heißt, wir können auch vom anderen iPhone aus schreiben. Also das heißt, ich schreibe da hier mal irgendwas Provisorisches hinein und dann kommt das auch gleich an mein iPhone, so wie halt gewöhnliche Chatprogramme auch. Nun, da werden auch alle anderen Familienmitglieder aufgelistet und schlussendlich auch noch ein Gruppenchat. Und zu guter Letzt kommen wir zur letzten Kategorie, nämlich die Kundenkarten. Da können wir nämlich irgendwie so wie zum Beispiel die Coop Supercard einscannen und dann das iPhone vor der Kasse zeigen, damit man irgendwie Punkte bekommt. Oder bei Migros ist es ja irgendwie die Cumulus-Karten oder weiß doch auch nicht. Auf jeden Fall finde ich das wirklich auch klasse. Kommen wir nun zum Fazit dieser App. Ich finde diese App eigentlich richtig klasse, weil das Design ist selbst entstanden, also es ist nicht von irgendeiner anderen App, die ich kenne, abgeguckt worden. Es hat ein eigenständiges Design. Es ist vollkommen anders aufgebaut als die anderen Apps, die ich eigentlich sonst kenne. Dafür gibt es schon mal richtig viele Bonuspunkte und ja, man sieht auch, die Schrift ist fröhlich, ausgelassen und so weiter und so fort, nicht so derbe wie bei den anderen Apps. Für das gibt es auch nochmal Bonuspunkte. Der kleine Preis von 2 Franken bzw. 1,95 Euro würde sich sehr, sehr lohnen für eine strukturierte Familie und auch für eine Familie, die gerne mal Lust auf spontane Sachen hat. Dann wird das halt einfach immer gleich über Push-Notification weitergegeben. Die App bekommt von mir 9 von 10 Punkten aus diesem Grunde, weil die Einkaufsliste noch ein wenig verbuggt ist und der Essensplaner. Aber der Oskar Neumann, an den ich mich nochmal herzlich bedanken möchte, dass er mir diese App zur Verfügung gestellt hat, hat mir gesagt, dass er schon bald ein Update herausbringen wird. Auf jeden Fall möchte ich mich bedanken, dass ihr dieses Video angeschaut habt bis zum Ende und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.